herzlich willkommen zu einem neuen Forzathon, dieses Mal im Winter. Mit einem, finde ich, sehr unpassenden Auto eigentlich für die kalte Jahreszeit. Nämlich der 1969er Chevrolet Camaro SS Coupé. Ich meine, warum im Winter? Macht eigentlich keinen Sinn, aber muss es auch gar nicht. Das muss es gar nicht. Ich meine, der Volvo Ironite war auch nicht das passendste Auto für den Sommer. Vor allem nicht mit Goliath. Aber es war irgendwie trotzdem cool. Gucken, wie es heute sein wird. Ja, unverkennbare Leistung hat der Wagen. Doch, ja. Ist, ich finde, ein sehr cooles und auch vor allem sehr schönes Auto. Ich würde sogar sagen, nach der aktuellen Generation des Camaro, mit eigentlich der schönste Camaro, wie ich finde. Auch so die Elemente auf der Motorhaube an sich, so die Linienführung, natürlich der Motor sowieso. Das ist schon sehr geil, auch so von diesen alten Muscle Cars, von so Ende 60er, Anfang 70er. Finde ich auch eigentlich den Camaro am besten. Da kann, finde ich, Ford oder Dodge oder andere Marken, die können eigentlich nicht mithalten. Na egal, unverkennbare Leistung. Natürlich für 200 Forza-Ton-Punkte oder für Nicht-VIPs 100 Forza-Ton-Punkte. Erst habe ich geschafft, geschniegelt und trotzdem cool. Besitzer und Fahrer, die ultimative Kombo aus Aussehen und purer Kraft. Der 1969er Chevrolet Camaro SS Coupé. Ja, dem kann ich, da muss ich zustimmen. Natürlich geiles Aussehen, pure Kraft. Ich meine, so ein Motor ist halt, Leistung haben die genug und halt Sound sowieso ist erste Sahne. Da kann auch der heutigen V8, glaube ich, nicht mithalten. Wenn man mal einen heutigen Ami V8 gegen so einen antreten lässt, vom Sound her, ich glaube, da sieht der heutige Ami V8 ziemlich alt aus. Auch wenn die trotzdem geil sind. Dann Challenge Nummer 2, ein Donnergrollen. Gefolgers und führe 20 großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten in deinem Camaro aus. Okay, also großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten, da muss man schon ein bisschen Gas geben. Der Wagen ist auch deswegen ein wenig getuned, weil Serie schafft er das, glaube ich, nicht. Weil die meisten Amis aus diesem Zeitalter würden das von der Leistung, denke ich mal, her schaffen, aber halt nur Vierganggetriebe, nicht so krasse Übersetzung, deswegen liefen die alle sich zwischen 220 und 250, grob gesagt. Weil mit Viergängen ist halt 270 fahren, ich weiß ja nicht. Von der Leistung könnte das vielleicht sogar gehen. Seit 250 denke ich mal schon. Weil die hatten alle dicke Leistung eigentlich. Ich sage immer zu eigentlich. Eigentlich ist eigentlich ein blödes Wort. Okay, 20 Fähigkeiten. Dann ist heute dein Glückstag, Punk. Rase in deinem Camaro über die Ziellinie und gewinne 3 Beschleunigungsstreckenveranstaltungen. Oder auch, wenn man es normal übersetzt oder sagt, ein Drag Race. Muss ich gewinnen. Oder eher gesagt sogar 3. Ja. Natürlich, klar, Viertelmeilerin mache ich denn. Und der alte Qualmer, überhole deine Gegner an deinem Camaro und führe insgesamt 5 Überholenfähigkeiten aus. Ja, der alte Qualmer. Ich glaube, so was die Abgaswerte betrifft, ist der Wagen nicht ganz so gut. Aber was juckt mich das? So, dann geben wir mal Gas hier. Der Motor ist, glaube ich, Serie fast voll aufgebaut. Aber halt, es ist ein Sauger geblieben. Eigentlich mache ich bei solchen Autos auch gerne Kompressor drauf, aber ich finde, den hört man mit dem Wagen kaum. Leider. Ich weiß noch von Forza Horizon 2, da war der Kompressor bei diesem Auto, den man einbauen konnte, der war sehr laut, was ich sehr geil fand. In Horizon 3 war er auch nicht wirklich laut und hier, also ist nicht, sie lohnt sich vom Sound her nicht, den einzubauen. In der Leistung, das auf jeden Fall schon. Ich denke, so sollten wir das eigentlich auch schaffen. So, haben wir schon 270 im Bereich. Großartige Geschwindigkeit. Und ja, die Kurvenlage ist natürlich bei der Geschwindigkeit fantastisch. Okay. Ich habe, glaube ich, Serienreifen verbaut und überhaupt Straßenreifen? Ich glaube sogar nicht. Man gerade eventuell gemerkt. Ich habe keine besseren Bremsen eingebaut, weil ja, Bremsen ist natürlich ist unnötig. Wer bremst, verliert. Muss doch jeder. Heute werde ich auch die Bremsen nicht wirklich brauchen, weil hier muss ich einfach nur Gas geben. Bei den Drag Races brauche ich nicht bremsen. Wenn ich überholen will, sollte ich auch nicht bremsen. Also ganz einfach. Oder gab es hier auch mal so ein Zitat, wie wer später bremst, fährt länger schnell? Oder sowas? Macht natürlich Sinn. Oder wer später bremst, hat länger Spaß. Könnte man eventuell auch sagen. Okay, hier bei Kurve ist es nicht ganz so geil mit Schnellfahren.
Den drehe ich hier mal um. Das reicht sogar für die großartige Geschwindigkeit. Da reichen vielleicht sogar schon so noch 2,50. Gut, vielleicht mal. Mit der GD-Richtung sollte das mit dem Schnellfahren deutlich besser funktionieren. Sofern nicht der Verkehr mich stört. Wieder auf magische Weise gegen mein Auto fährt. Ich weiß auch nicht warum. Also, wie die KI-Autos, die fahren immer öfters, oder Driver-Fahrer, fahren immer gegen mein Auto. Ich verstehe gar nicht warum. Deswegen so ein Auto haben, das ist doch eigentlich so cool, der Wagen. Ich weiß nicht, wieso der mein Auto mal ran. Aber in den unmöglichsten Situationen. Das ist einfach nur ein Rätsel. Ja, gut, Kurve, ne? Das ist die Kurve und der kriegt den nicht mehr, der Wagen. Das ist eigentlich schon traurig. Und jetzt rennt er aber. Jetzt rennt er. So, sogar hervorragende Geschwindigkeit. Das zählt auch übrigens. Also kann der Wagen auch voll aufbauen und damit hier, was ich mit 300 Klamotten durchgehen fahren oder so. Das zählt dann auch. Das muss halt mindestens großartige Geschwindigkeit sein. Das ist die Bedingung. Ich kann auch 20 hervorragende, 20 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten machen, das zählt genauso. Gerade habe ich auch einen ganz guten Speed eigentlich drauf. Deswegen das auch vielleicht bald geschafft sein sollte. Das sind ja alle paar Sekunden diese Fähigkeit. So. Eben mal schön Gas geben. So. Ja, Treffer. Und Lager. Nein, nein, nein. Hallo. So, schon wieder. Der hat mich einfach so gerammt. Auch schon abgeschlossen. Verstehe ich es nicht. Die KI rammt mich einfach immer zu. Unmöglich, diese Leute. Können einfach alle nicht fahren. Ich hoffe, ihr versteht meine Ironie. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Okay, 3 Drag Races gewinnen. Ich probiere es mal so mit diesem Tuning. Ob ich mal was reißen kann. Und ich könnte es ja auch mal mit Drag-Reifen selbst versuchen. Genau, ich kann jetzt mal ein Rennen so fahren. Von Drag Race. Gucken, ob ich das jetzt gewinne. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ne, probieren geht über Studieren. Ich nehme jetzt einfach so das Rennen. Das passt eigentlich ganz gut. Dann das gleiche nochmal mit Drag-Reifen probieren. Auch mal gucken, wie sich dadurch meine Eigenzeit verändert. Unabhängig von der Platzierung. Wie viel Zehntel oder wie viele Sekunden ich dadurch schneller bin, wer weiß. Vielleicht zu diesen Reifen hier. Also entweder habe ich jetzt Straßenreifen drauf oder die Serienreifen. Ich weiß es nicht genau, ich habe es vergessen. Na, es ist Freitag, also verzeiht es mir. Okay. Ja, geiler Pontiac. Man sieht mich gar nicht. Okay. Wow, Chevy Nova Forza Edition. Ist doch lame, Alter. Okay. 13,7 Sekunden waren das, glaube ich. Oder 13,8 Sekunden. Ja, mit Forza Edition Auto ist ja richtig lame zu gewinnen. Würde ich nicht mal als Gewinn zählen. Also richtig lame. Das gleiche Mal mit Drag-Reifen. Und heute habe ich ja auch. Ich habe Zeit. Die Aufgaben sind ja auch nicht so zeitaufwendig. Da kann man ruhig mal, finde ich, das in der Folge noch selber tunen. Dass ich jetzt keinen Cut mache und das einfach zu fertigen Tuning springe. Ich würde reichen einfach so ein. Weil generell, der Wagen hat eigentlich schon einen ganz guten Grip, muss ich sagen. Für die Leistung sind wir, glaube ich, ungefähr bei 400 kW. Also 540 PS. Ganz grob gesagt. Auf jeden Fall über 500. Und ich finde, dafür hat er eigentlich beim Beschleunigen ziemlich gut gedacht. Na klar, erster Gang, der ist eigentlich zum Anfang gedacht. Also im zweiten, da geht das eigentlich schon. Ich sag mal zu eigentlich oder aber, die Weile benutze ich sehr häufig. Könnt ihr mal, wenn ihr so Langeweile habt, einen Counter machen, wie oft ich in diesem Video das Wort eigentlich bzw. aber sage. Ich hatte Straßenreifen. Macht 0 auf 100 Meilen 12 Sekunden. Drag-Reifen. 9,3 Sekunden. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie zur Hölle holt er da 3 Sekunden raus? 3 Sekunden ist in der Welt.
Vor allem auch die 0 auf 100er Zeit. Jetzt bei 3,5 Sekunden. Der war vorher, glaube ich, bei über 5 Sekunden. Das ist schon echt heftig. Und da Reifen auch der einzige Kontakt zur Straße ist, sollte man die da nicht unbedingt sparen an den Reifen. Kannst das geilste Auto haben, die geilste Abstimmung, aber wenn die Reifen scheiße sind, bringt das halt auch nichts. Ja, genau, Alter. Ich will gerade so ein bisschen vorsichtig Gas geben, aber ich habe direkt gemerkt, ja, vorsichtig sein brauchst du nicht. Da war gerade sofort Glück. Okay. Nochmal. Habe gar nicht jetzt gesehen, wie viele Punkte der mehr hat. Immer noch. Dem gar nicht mal so viel mehr Punkte. Das finde ich eigentlich noch ganz human. So, nochmal das Ganze. Mal gucken, wie das Ganze jetzt ausgeht. Da bin ich mal gespannt. Halt, je nachdem, wie die Gegner ihre Autos getunt haben. Ob die auch eher auf Krücke gegangen sind oder halt einfach nur Leistung reinknallen. Bei der Kurzstrecke ist eigentlich Grip wichtiger, Leistung eigentlich nicht so wirklich. Deswegen werde ich jetzt auch mal einfach mal am Start Vollgas geben. Gucken, was passiert. Okay. Nein. Okay. Ich muss irgendwie die Nova blockieren. Nein, halt, stopp. Dann starten wir erstmal neu. Hat jetzt niemand gesehen. Ich mach mich erstmal ganz breit. Geh erstmal schön nach rechts. Für Erster geworden. Nova kann nix. Er hat 12,1 Sekunden auf eine Viertelmeile. Ist gar keine so schlechte Zeit, ne, für so ein altes Auto. Das ist schon echt gut. Muss ich sagen. Das Ganze jetzt noch zweimal. Was jetzt einfach ohne Cut weiter. Dass die Folge auch nicht ganz so kurz wird. Das ist, glaube ich, bei so ungefähr 13 Minuten oder so, 12 Minuten. Wir haben Zeit. Wir hoffentlich auch. Ist doch gerade Wochenende. Ja, endlich mal wieder genug Zeit zum Zocken. Ist halt unter der Woche eher schwierig. Ist schon möglich, aber halt vor allen Dingen was Sinnvolles zu machen. Noch gescheiten Fortschritt im Spiel zu sammeln, das ist halt nicht so einfach. Weil das auch halt die Motivation unter der Woche ziemlich gering ist, halt nach der Arbeit. Halt so ein bisschen rumpimmeln im Spiel halt schon oder in Spielen. Eigentlich will ich was Gescheites machen. Was ich in der Story weiterkomme. Habe ich auch bei Thronebreaker gemerkt. Das habe ich halt am Wochenende viel gespielt. Aber jetzt so dann unter der Woche eigentlich kaum. Meistens auch nur so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, sowas Unwichtiges gemacht. Aber storymäßig eigentlich kaum was. Ist eigentlich schade. Aber so ist es halt. Aber es geht halt vor. So. Was? Ich war Zweiter? Bitte was? Wo denn? Wo war denn die Nova? Hab die gar nicht gesehen. Lol. Ich dachte gerade, ich war easy Erster. Wo startet die denn? Na, 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 na. Das machen wir natürlich nochmal neu. Ich will die Schwierigkeit nicht runterstellen und den Wagen auch nicht anders tun. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Du musst halt nur nach links kommen, sehr schnell. Okay, die Nova ist weg. Okay, dann hilft es jetzt, glaube ich, nichts. Ich will das Ganze noch 20.000 Mal versuchen.
Es ist nur ein 12 Sekunden rein. Dann will ich nicht mit einem Rad fahren. Auf gar keinen Fall. So. Ey! Ey! Ich dachte, der wäre links wieder. Du bist aber gemein. Okay, jetzt ist der Nova ganz rechts. Besser, eigentlich müsste der Nova direkt neben mir starten. Das wäre doch eigentlich viel besser. Würde ich ihn besser wegrammen. Nein! Damn it! Das kriege ich hin. Ich gebe dich nicht so schnell geschlagen. Ey. Okay. So, zwischen Experten und Profis irgendwie kein signifikanter Unterschied, was die KI angeht. Also würde ich langsamer fahren, die jetzt nicht. Ah, da war was neben mir. Schieb mich mal schön. Oh, wie nett von dem, dass mich eigentlich anschiebt. Ey, das ist doch mal partnerschaftliches Fahren. Sowas ist im Straßenverkehr einfach wichtig. Deswegen, wenn ich mal langsam vor euch ist, einfach mal anschieben. Einfach mal helfen. Auch wenn ihr irgendwie so ein Cayenne fährt oder so. Oder ein Lamborghini Urus, wenn vor euch irgendwie so ein Renault Clio ist. Einfach mal anschieben. Da freut sich bestimmt, dass er auch mal schnell fahren kann. Ja, Fabian und die Praxistipps, genau. Das ist ein geiles Teil. So. Einen Mal ist noch. Diesmal hoffentlich auch am ersten Anlauf. Hat gerade nur ein wenig gedauert. Also bei diesen Drag Races, also es kommt da halt auf Skill nicht wirklich an, also. Aufpassen, wer sein Auto am meisten verschandelt. Das kann man sowas, glaube ich, ist auch eine Saisonmeisterschaft. Nur mit Drag Races. Was ist denn da gefahren? Wo ist die Nova? Hab ich gewonnen? Yes! Ach, kannst nix. Loser! Loser, guck mal. Der war 0,033 Sekunden langsamer als ich. Was ein Loser, Alter. Nix kann der. Wie gesagt, meine Sätze nicht immer zu ernst nehmen. Ist manchmal besser so. Man packt das echt schick, ne? Vor allem auch die Hose ist halt echt... geil. Man hat sich auch am Brose, hätte ich gut, wenn ich da so eine Leggings anziehen würde. Jedenfalls hatte ich die Aufmerksamkeit auf mich. Das auf jeden Fall. So, dann noch 5 Überholenfähigkeiten. Dazu macht sich logischerweise ein Rennen ziemlich gut. Einfach mal das hier. Aber vorher kann ich nochmal die Reifen. Obwohl. Warte mal, live jetzt gerade nicht. Ja, trotzdem mal die Reifen. Wieder auf die Straßenreifen. Ach, die Serienreifen? Hab ich wieder vergessen. Die Reifen sind wirklich cool. Aber für den Alltag eher ungeeignet in Forza. Für normale Rennen oder. Wenn man auch den Wagen halbwegs realistisch tun möchte oder halbwegs human. Sieht man halt keine Drag-Reifen rauf und auch nicht in der Breite, die ich da drauf habe.
Meine Reifen, die gehen noch breiter, als ich sie habe. Da war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und hinten habe ich jetzt hier 3,15er und ja. Da gehen auch 3,45er, aber das ist halt. Es ist für mich too much. 15er, das waren also so die Grenze. Ich wollte jetzt aber auch nicht so umfahren, weil das ist ein bisschen wenig. Das haben wir auch zu wenig und ja, da muss ich halt das nehmen. Wobei halt der Sprung schon ziemlich groß ist, ne? Auch gewichtstechnisch. Mein, ne? 1448. 1472. Also wenn man will, kann man dadurch schon ordentlich Gewicht aufmachen. Habe ich auch letztens bei GP war, glaube ich, ein Video. Zwar mit der G-Klasse. Der hat auch Zeiten gemessen. Ich glaube 100 und 100, 150. Mit verschiedenen Reifen. Mit halt so Offroad-Reifen und normalen oder Straßenreifen. Oder Serienreifen. Und halt Serienfelgen und, glaube ich, irgendwelche schweren Rotiforms. Da halt die Zeitunterschiede. Auch die Gewichtsunterschiede. Ich glaube, allein Offroad-Reifen oder die anderen Reifen mit Felgen wird das Auto 70 Kilo mehr. Nur weil es einfach andere Felgen, andere Reifen hatte. 70 Kilo mehr das Auto. Ist einfach nur unnormal. Das ist wirklich extrem krass. Eine 70 Kilo rotierende Masse ist gerade am Rad nicht unbedingt vorteilhaft. Wenn man dort 70 Kilo mehr bewegen muss. Gewicht kann gut sein. Es ist bei Elektroautos eigentlich ziemlich gut. Wenn so dort wenn die Akkus im Boden sind, Akkus sind ja relativ schwer oder die Batterien. Dadurch wird aber auch der Schwerpunkt gesenkt. Das ist gut. Ein schweres Dach zu haben, viel Gewicht am Dach ist nicht gut. Es hat einen hohen Schwerpunkt, das ist die Performance nicht gerade vorteilhaft. Natürlich ist generell weniger Gewicht vorteilhaft. Deswegen meine 70 Kilo mehr nicht braucht, vor allem in der G-Klasse. Obwohl das bei der eigentlich sowieso ziemlich egal ist, weil der hat eh einen CW-Wert von einem Wohnzimmerschrank. Da machen 70 Kilo auch nicht mehr so großartig was aus. Die Karre ist eh, was Luftwiderstand angeht, einfach nur scheiße. Oder sehr ungünstig gewählt. Mein Spoiler, nein! Oh, Junge. Ja. Natürlich kurz auch Winterreifen. Ist ja natürlich eine komplett dämliche Idee. So, geholt mal wieder, Schnuggis. Ja, gleich noch ein paar mehr. So, jetzt geht wieder Gas. Das ist auch schon geschafft. Deswegen, das Rennen beende ich einfach mal. Und fahre ich es zu Ende? Ach komm. Wo ist der Geiz? Die erste wäre das mir eh total wurscht. Aufs Geld bin ich ja sowieso nicht angewiesen. Bremst ja denn so? Das Gas wäre das für mich. Manchmal ist Gas einfach die bessere Variante. Zum Beispiel, wenn man jemanden die Vorfahrt nimmt, auf der Autobahn, der dann auffällt, auf den Beschleunigungsstreifen, dann kann man ruhig beschleunigen. Das hat mit der PS-Zahl gerade bei der Autobahn ziemlich wenig zu tun, weil auch mit meinem 80 PS Corsa könnte ich mit 120 auf die Autobahn auffahren. Also einige mit deutlich mehr Leistung nicht schaffen. Wenn da noch mit 80 oder so rumgurken, wo ich mir denke, Alter, gib Gas, Junge. Der Platz reicht mir doch. Jo, nochmal schön gegen die Wand gefahren. Aber es sah stylisch aus. Da waren wir eh schon Schrott wegen dem Spoiler. Also macht nichts. Ich denke, irgendwann knacke ich auch noch Prestige 2 quasi. Kriegt ja meinen zweiten Stern. Sie fehlen jetzt noch 78 Level, aber das schaffe ich auf jeden Fall noch. Den dritten Stern werde ich aber nicht mehr schaffen. Das definitiv nicht. Komm mal her. Das ist, glaube ich, ein wenig zu viel. Ach, gerade Punkt 19 Uhr. Die Folge war doch länger, als ich dachte. Aber zum Schluss gucke ich nochmal. Wir können die Punkte auch gerne mal ausgeben. 385 Punkte. Dafür kriegt man auf jeden Fall zwei
Erstmal hier der Land Rover, brauche ich nicht. Ist hä sowieso hässlich. KTM habe ich schon. Deswegen brauche ich auch nicht. Ja, Klamotten brauche ich erst recht nicht. Aber Super Wheel Spins, die brauche ich auf jeden Fall. Gerade ich, weil ich das Geld nötig habe. Und dann noch zwei normale Wheel Spins. Naja. Wenigstens noch mal vier Wheel Spins zum Ende. Ist auch was. Noch ganze 5 Punkte übrig. So. Wünscht mir Glück. Komm, komm, komm. Okay. Moment. Rote Bikehandschuhe? Wo sind die rot? Jetzt mal ernsthaft. Also rot sehe ich da nicht so viel. Okay. Muss man nicht verstehen. Vielleicht war die auf der Innenseite rot. Das hat man noch nicht gesehen. Halbschuhe, sehr sexy. Jetzt kommen mal die dicken Wheelspins. Wo ich mir schon wieder dicke Klamotten ziehe. Da geht mehr. Ein SL65 habe ich schon, aber kann ich verkaufen. Ich glaube, der bringt mir schon ein bisschen Geld. Ich denke mal so 100.000 bestimmt. Also, der Tag ist noch gerettet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Forza dann wieder. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Bock habe oder beim der nächsten Let's Play Videos. Da kommen ja auch ab und zu einige. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.